Wasser soweit das Auge reicht. So wie hier in der Provinz Nagano sieht es vielerorts aus. Überschwemmte Wohngebiete. Mit Hubschraubern werden Menschen in Sicherheit gebracht. Häuser von den Wassermassen einfach weggerissen. Regen hatte Taifun Hagibis mitgebracht. Ungeheuer viel Regen. Mancherorts fast 1000 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden. Die Folge: Dutzende Flüsse treten über die Ufer, Dämme brechen. Selbst in der von Taifunen selten betroffenen Hauptstadt Tokio stoppt das öffentliche Leben. Hunderttausende Haushalte sind ohne Strom. Um die Schäden in der Infrastruktur zu beheben, sind neben den Kräften der Polizei, Feuerwehr und der Küstenwache auch 27.000 Soldaten im Einsatz. Sie alle unterstützen unsere Rettungs- und Hilfsmaßnahmen. Samstagabend war der Taifun auf Land getroffen, südwestlich von Tokio, dann nach Nordosten weitergezogen, mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 216 Stundenkilometern. Mancherorts, wie hier in Ishihara, bildeten sich dabei Tornados. Es war schon der 19. Taifun, der Japan in diesem Jahr trifft. Aber keiner war gewaltiger in den letzten Jahrzehnten. Unser Haus hat angefangen zu beben und dann fiel der Stromgenerator aus. Es war sehr beängstigend. Hagibis ist inzwischen wieder raus aufs Meer gezogen. Die Behörden geben Entwarnung. Jetzt beginnen die Aufräumarbeiten mit manchmal unerwarteter Hilfe. Hier in Kamaishi packt die kanadische Rugby-Nationalmannschaft mit an. Ihr Spiel bei der Weltmeisterschaft, die zurzeit in Japan stattfindet, war wegen des Taifuns abgesagt worden. Statt ihrer Gegner räumen sie nun Hagibis Spuren aus dem Weg.